In Visual Life Warfare habe ich endlich mit meinem Defender Level 95 erreicht, also das Level Cap, und jetzt geht es darum, die Materialien zu sammeln, um meine Waffen und Rüstungsteile zu upgraden, und natürlich muss ich erstmal top equipped finden. Das wird recht zeitintensiv, aber ich halte euch auf dem Laufenden. In Hunter Blade habe ich Level 45 erreicht und erfolgreich das Rewolf Set zusammengefarmt, beziehungsweise die Materialien, um es zu craften, natürlich jetzt alles vollständig, sowie die L-Lizard Waffe, die auch ja, ein wirklich großer Akt war, diese Materialien zusammen zu farmen, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Mal sehen, wie es weitergeht. DC Universe Online ist seit geraumer Zeit Free-to-Play und deshalb habe ich mir das mal über die Nacht gesaugt. 15,8 GB werden runtergeladen und wir werden mal ins Spiel wieder reinschnuppern, denn ich habe ja bei der Closed Beta mitgemacht. Könnt ihr gerne nochmal das Movie dort gucken. Aber wir wollen mal gucken, was der Premium-User so alles für Vorteile hat. Vielleicht fragen sich schon einige, warum der Golfstar-Test immer noch nicht on ist. Ja, ich habe den Golfstar schon runtergeladen gehabt. Aber ich habe zurzeit leider keine Lust, dieses Spiel zu testen.